Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und einem neuen Video zum Lö Camping Car. Heute mit der Ausgabe 74 und ja, wir bauen sozusagen an dem Oberschrank weiter. Wir bauen an dem Oberschrank weiter und dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. Also an die Schrauben, fertig, los. So, dann machen wir uns mal frisch ans Werk und packen mal die Teile aus. Und ihr seht hier vorne schon, ich habe den Wohnbereich vom Wohnmobil wieder vor mir stehen oder in meiner Nähe zu stehen. Das liegt daran, dass wir den Oberschrank, wenn wir alle Teile eingebaut haben, auch direkt einbauen dürfen. Das Ding ist aber, dass, ja, ach Gottchen, ist was abgebrochen, das ärgert mich ja jetzt. Das sehe ich ja jetzt erst, das ist ja doof. Jetzt mal gucken, dass ich das gleich nochmal klebe. Ärgerlich, aber man kann es kleben. Ja, also könnt ihr es sehen, hier ist die Bruchstelle. Hier, da ist die Bruchstelle. Das ist das Teil leider abgebrochen. Ja, das ist das Ärgerliche, wenn Teile rumliegen und darauf warten, dass sie eingebaut werden. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob das Teil überhaupt so relevant ist. Es ist, glaube ich, wenn ich das so richtig verstehe, ja eigentlich auch nur ein Abstandshalter. Ja. Ja, deswegen muss ich natürlich das ganze Ding hier wieder hinstellen, weil ja im Endeffekt also der Oberschrank, der wird ja an die Außenwand, also Innenwand, also an die Seitenwand verschraubt und da die Seitenwand ja mittels Kabel mit dem Wohnraum im Endeffekt verbunden ist, muss ich immer beide Teile herschleppen und ja. Also das werde ich nochmal fix kleben und kann das, während wir dann die Teile hier einbauen, in Ruhe trocknen. Ja, also Kleber ist drauf. Das Ganze muss jetzt trocknen und in der Zwischenzeit schauen wir mal uns die Teile an und vor allem in die Anleitung. Die lege ich aber erstmal weg, also das Heft. Wegrutschen. Gut. Also das könnte natürlich auch wieder ein bisschen länger heute dauern, ist aber nicht schlimm. Dafür waren ja einige der letzten Videos sehr, sehr kurz. Und dann ist es auch nicht so schlimm. Was ist das für eine Schere? Gut. Wie gesagt, das ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, die letzten Videos waren ja sehr kurz. Was wir hier haben, ist einmal der Deckel. Das kommt nachher oben drauf. Und dementsprechend denke ich, dass diese gebrochene Stelle, die ist ja eben bloß auf der Innenseite zu sehen, auch dass das nicht so dramatisch ist. Dann haben wir hier drei Klappen und entsprechend drei Scharniere. Die Teile hier sind aus Plastik, die Scharniere wieder aus Metall. Wir haben CP-Schrauben, GP-Schrauben und wir haben hier nochmal zwei Sticker, weil hier aus der Seitenwand eine LED rausguckt. Und diese LED wird ja hier eingebaut. Ihr seht es ja, hatten wir ja beim Zusammenbau. Hier kommt die LED dann rein. Hier ist ja die Lampe. Ja. So, dann schauen wir mal in die Anleitung. Ich schätze mal, dass wir als erstes in die Klappen die Schrauben einfügen dürfen. An die Klappen die Scharniere einbauen dürfen. Das ist auch merkwürdig. Das ist komplett verschieden, weil im ersten Schritt wird eine dieser Klappen mit dem Scharnier versehen. Im nächsten Schritt soll man das Scharnier an die, direkt hier einbauen und dann erst die Klappe. Ich glaube, ich werde erstmal alle Klappen mit einem Scharnier versehen und das Ganze dann einbauen. Das macht es für mich jetzt einfacher und in der Zeit kann der Kleber hier trocknen. Gut, das Heft stelle ich mal. Ja, wo stelle ich es denn hin, damit ihr noch genug seht? Ich lege es hin. Das ist so, hier kriegen wir hin, schätze ich. Gut, Schraubendreher, da muss ich aber noch ran. Jetzt müssen wir mal gucken, wir brauchen GP-Schrauben. Jetzt muss ich mal schauen, ob die beiden Klappen sind identisch, haben auch die gleiche Bezeichnung. Von dem her ist das schon mal gut. So, das heißt, wir brauchen erstmal 6 von denen. 2, 4, 6 habe ich, damit wir an jede Klappe, ich muss bloß gucken, wie rum das gehört, genau,
immer so rum. Hervorragend. Ich muss auch die Schrauben reinkriegen. Ist das bei allen so? Ja. Also die Scharniere werden überall identisch eingebaut. Da kann man dann eigentlich auch nicht viel falsch machen. So, erste Schraube ist drin. Ja. Zweite Schraube ist drin. Man muss auch anziehen. Gut, machen wir gleich weiter mit dem nächsten Deckel. Das sind ja nun auch Aufgaben, die sind uns vertraut. Das ist ja nun nicht das erste Mal, dass wir irgendwelche Metallscharniere an irgendwelche Klappen schrauben müssen. Das haben wir ja nun schon des öfteren Mal gemacht. In erster Linie, ich glaube im Badezimmerschrank. Dann haben wir ja auch die ganzen Schränke im Küchenbereich. Sind ja ähnlich aufgebaut. Beziehungsweise auch mit Metallscharnieren genauso die Sitzbänke. Die Klappen von den Sitzbänken, die haben ja auch Scharniere bekommen. Ich muss jetzt nur einmal schauen, ob bei der kleinen Klappe hier, ob das da auch so rum eingebaut wird. Ja, da wird das auch so eingebaut. Ich muss nochmal gucken, genau. Ja, es tut mir leid, dass ihr im Hintergrund so ein bisschen den Verkehrslärm hier mitbekommen müsst oder ertragen müsst als Hintergrundgeräusche. Wir wohnen halt nun mal an einer relativ großen, vielbefahrenen Hauptstraße hier in Berlin. Und wir haben gerade draußen, ich glaube, 36, 37 Grad und wir wohnen in einer Dachgeschosswohnung. Und dann lässt sich leider nicht vermeiden, dass wir die Fenster aufmachen müssen, weil es sonst hier unerträglich ist. Also wenn wir die Fenster auch noch zumachen, nur damit ihr keine Hintergrundgeräusche hören müsst, da gehe ich hier kaputt. Üblicherweise renne ich bei solchen Temperaturen in der Wohnung ja auch ohne Bluse rum. Die habe ich mir aber für euch extra angezogen. Ich möchte jetzt aber kein Mitleid, bitte. Wir haben uns das ja so ausgesucht. Und mich stört, muss ich ehrlich sagen, die Wärme nicht. Ist natürlich beim Schlafen immer sehr schwierig, bei solchen Temperaturen überhaupt schlafen zu können. 2, 4, 6, gut, 2 bleiben übrig. Aber grundsätzlich bin ich, ja, kann es für mich meistens gar nicht warm genug sein. Also ich mag Wärme und mich stört die auch eigentlich gar nicht. Wie gesagt, beim Schlafen ist es natürlich schon ein bisschen störend, aber gut. Mir ist die Wärme lieber als Kälte. Ich finde Frieren unangenehmer als Schwitzen. Aber da ist auch jeder Mensch anders. Es gibt Leute, die mögen die kältere Jahreszeit lieber und denen ist es dann wurscht. Ich meine, gut, gegen Kälte kann man sich warm anziehen. Gegen die Wärme kann man eigentlich gar nichts machen, außer den ganzen Tag Eis essen oder Ventilatoren aufstellen. Aber grundsätzlich stört die Wärme mich gar nicht. So. Die erste Klappe ist drin. Aber die zweite noch. Auch schon zu den Kindern gesagt, weil wir ja eigentlich sonst immer jedes Jahr nach Italien fahren. Wir wissen noch nicht, ob wir das dieses Jahr auch so machen. Keine Ahnung. Müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Mit den Voraussetzungen, dass man überhaupt nach Italien darf. Und dass wir ja eigentlich gar nicht nach Italien fahren brauchen, weil wir hier ja schon dasselbe Wetter haben wie in Italien. Ups, die Lampe rausgeholt. Aber nicht so schlimm. Ich wohl möchte nur das Scharnier ein bisschen ausrichten, sodass die
Klappe wenigstens einigermaßen gerade reingesetzt wird. Gut, können wir die Lampe wieder reinstecken. So, letzte Klappe. Ja, und das Schöne ist, wir haben hier tatsächlich direkt mehr oder weniger um die Ecke, nicht, wirklich nicht weit von uns, den See. Aber da ist ja im Moment die Hölle los, das ist ja Wahnsinn, was da abgeht, was für Menschenmassen sich da anfinden, auch unter der Woche. Wochenende ist ja klar, naja, die grillen dann da, die baden da und naja, wie das halt so ist an einem See, üblicherweise. Gut, die Klappen habe ich alle drei dran. Wie geht es dann weiter? Dann kommt der Deckel drauf. Ach, der wird einfach nur draufgelegt. Echt jetzt? Der wird gar nicht verschraubt, der wird einfach hier nur... Ach so, hier sind so Nasen. Kann man das sehen? Ja. Hier sind so Nasen an den Enden. Und hier sind Löcher. Und die Nasen werden in die Löcher gesteckt. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir das auch richtig rum machen. Jawohl. Und das rastet auch ganz wunderbar ein. Da könnte ich ja vor Freude gleich ausrasten. Einzige, was mich jetzt hier so ein bisschen stört, ist dieser Spalt genau in dem Bereich, wo das Ganze hier so einen Knick macht. Also hier ist es bündig, klar, weil es einrastet, hier auch. Aber hier in der Mitte steht es halt ein bisschen ab. Aber ja gut, ich schätze, das richtet sich spätestens dann, wenn das Dach drauf ist. So, das Ganze wird mit CP-Schrauben an die Wand verschraubt. Ja, fürs an die Wand schrauben muss ich die Kamera nochmal neu ausrichten. Ich lege mir die Schrauben schon mal bereit. 4 Stück, klare Sache. Das Ding ist ja nun auch getrocknet. So wie ich das sehe, ist das hier auch nur ein Abstandshalter. Diese Nase hier, die abgebrochen ist, das ist, glaube ich, so wie ich das sehe, ein Abstandshalter. Aber das gucken wir uns gleich nochmal genau an. Ich muss ja mal die Kamera außen neu ausrichten und das hier einmal umdrehen und wie gesagt Kamera ausrichten. So, jetzt habe ich das einmal neu ausgerichtet und ja, ihr seht, hier guckt noch eine LED raus und ja, hier ist das verfluchte Kabel. Irgendwann wird es abreißen. Ich hoffe, dass wir vorher die Wand noch angeschraubt bekommen, bevor es abreißt. Und ja, dieser Oberschrank, der kommt jetzt genau hier hin. Und deswegen vermute ich mal, ihr seht, hier ist, naja, doch, ihr seht es ein bisschen, doch, hier ist eine Nase und diese Nase stößt genau an diese an, die hier abgebrochen war, die ich ja wieder reingeklebt habe. Und hier sind zwei Löcher, hier sind zwei Löcher. Das Ganze wird eigentlich wirklich nur mit diesen 4 Schrauben hier dran befestigt. Und danach müssen wir nur noch die LED hier drinnen an die Lampe an der Lampe befestigen. Und dann sind wir auch schon durch. Gut, die Schrauben hatte ich mir ja schon zurechtgelegt. Dann wollen wir mal. Das ist natürlich wieder eine große Freude, eine helle Wahnsinnsfreude. Das Ganze wieder an die lose, wackelige Wand. Mir wäre es ja lieber, wenn ich die Wand einfach flach auf den Tisch legen kann, um auch entsprechend von oben schön zu schrauben. Aber ja, da haben sich die Entwickler wohl gedacht, oh, ärgern wir die Leute mal. So, also erste Schraube ist zumindest schon mal am Loch. Also ich setze die erstmal nur an, damit das Ganze schon mal nicht mehr weg kann. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Seht ihr, was ich meine? Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Jetzt muss ich aber mit der anderen Hand bei. Ja, wunderbar.
Gut, dann kann ich die ja schon mal festmachen und dann machen wir das mit den beiden unteren Schrauben auch nochmal. So, die ist fest. Das Einzige, was ich jetzt feststelle, ist, dass hier tatsächlich auch noch mal Luft ist. Das heißt, hier dieser Deckel, den wir oben drauf haben, der ist nicht ganz bündig und das Ganze ist auch nicht ganz bündig an der Wand. Vielleicht kann man da tatsächlich mit ein bisschen Kleber nachhelfen. Ja, weil hier gibt es keine andere Verschraubung sozusagen, womit man das Ganze dann an bestimmten Stellen auch noch mal zusätzlich befestigen kann. Ist tatsächlich. Ah, nein, jetzt ist sie runtergefallen. Hervorragend. Na? Drin. Sehr gut. Das war übrigens gerade ein für uns sehr alltägliches Geräusch und das passiert häufiger am Tag. Aber ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, weil wir hier zwei Krankenhäuser in der Nähe haben. Das kommt tatsächlich sehr häufig vor, wobei das ja jetzt Polizei war. Macht aber nichts. Es ist genauso penetrant, das Geräusch. Für mich war das am Anfang auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich komme ja aus dem Dorf. Ist auch geil. Hier ist ein Schraubloch. Könnt ihr das sehen? Nein, das seht ihr nicht. Genau, hier in dieser Wand ist genau an der Seite ein Schraubloch, aber hier nicht. Ich weiß gar nicht, wofür das Loch da ist. Das werden wir dann sehen. Na, jedenfalls müssen wir jetzt noch einmal die Klappe aufmachen und die LED da drin befestigen. Ich zeige euch das mal in der Anleitung. Also so soll das dann aussehen. Einmal die LED hier reinlegen und mit dem Tape am Schrank sozusagen befestigen mit zwei so Tapes. Ich muss einmal die LED finden. Wir brauchen natürlich auch die Pinzette dafür. Dann werden wir das Ganze einmal umbiegen müssen. Ja, das habe ich. Upsala. Und dann gucke ich mal, dass ich die so befestigt kriegt, wie die Anleitung das vorsieht, und das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, ich mache die hinten an die Wand, an der Wand fest, weil laut Anleitung soll ich die ja am Boden von dem Schrank befestigen, aber das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn das Kabel zu kurz ist. Also mach's direkt hinten an der Wand, das sieht ja auch viel schöner aus. Ist natürlich jetzt fummelig, das Ganze im Schrank festzukleben. Das hätte man aber auch schöner lösen können. Das sieht so unprofessionell aus. Ja, noch einen zweiten Sticker. Ich weiß gar nicht, wo ich den hin tun soll. Ob ich den drüber kriege oder ob ich damit noch mal irgendwie ein bisschen nachklebe. Ich versuche es mal. Erstmal mit der Pinzette den irgendwo erstmal anzusetzen. Genau. Und halten muss er nur. Ach Gottchen. Na? Wirst du wohl?
das ist jetzt sicherlich auch nicht so lange halten, weil so besonders sind diese Sticker gar nicht. Jetzt versuchen noch mal mit der Hand nachzudrücken. Gut. Gut, Deckel zu. Was ich noch machen werde, ist hier ein bisschen Kunststoffkleber dran. Und zwar einmal hier ein, zwei Tröpfchen. Und hier an der Innenseite, sodass das wirklich auch bündig überall dran ist. Und das Ganze dann mit Klemmen sozusagen andrücken. Das ist ein Plan, würde ich sagen. Gut. Das war's schon. So, ihr Lieben, also der Innenbereich steht wieder oben in meinem Regal. Habe ich jetzt mit einer kleinen Schraubzwinge und ein paar Tropfen Kleber sozusagen nochmal korrigiert und auch befestigt, sodass das nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Das muss jetzt natürlich dann entsprechend trocknen. Ja, hat heute mal wieder ein bisschen länger gedauert, war wieder mal ein bisschen mehr zu tun, aber nichts, was wir nicht schon kennen, wovor wir uns fürchten müssen und dementsprechend, ja, sind wir damit auch durch. Ein Einrichtungsgegenstand mehr im Wohnmobil und ich bin gespannt, ja, wie es beim nächsten Mal weitergeht und vor allem, wann wir endlich diese Wand auch ranschrauben können, damit das Ganze nicht mehr so wabbelig ist und ich nicht mehr Angst haben muss, dass dieses Kabel, was die beiden Teile noch miteinander verbindet, nicht irgendwann mal reißt. Ja. Wie gesagt, das war's dann mit Ausgabe 74. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.